Ja, und damit herzlich willkommen zu Bunte Live. Der Chefredakteur von Bunte, Robert Pölzer, ist heute bei uns. Vielen, vielen Dank. Aber du bist ja nicht als Einziger, der für Bunte Live hier steht. Wir hatten in den letzten zwei Tagen deine Kollegin und wir sehen auch jetzt noch mal Bilder von der Redaktion in München, die natürlich Tag und Nacht für uns arbeitet, damit wir eine schöne Sendung machen können. So, da sehen wir sie alle. So sieht also eine Redaktionssitzung bei euch aus. Natürlich immer die ganzen Stars aktuell immer dabei. Kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen, wie so eine Redaktionssitzung bei euch abläuft, wenn wir hier die Bilder sehen? Ja, sehr streng. Jeder muss seine Geschichte vortragen und am besten schon so in Schlagzeilenqualität, dass man weiß, sie erreicht sofort die Herzen der Leser. Ja. Also nicht kompliziert, sondern direkt. Und du... Ja, sagen, wer entscheidet dann, welche Geschichte reinkommt? Immer der Chefredakteur? Naja, das ist meine Aufgabe. Ne? Also das, ich verantworte das mit großer Freude. Und du hast uns auch heute wieder eine Geschichte mitgebracht, die sehr ans Herz geht. Erzähl mal ein bisschen was zu den Blumen, die du uns heute mitgebracht hast. Ja, ich habe Rosen mitgebracht. Wir berichten heute über einen großen Helden, ja. Über Tim Lobinger. Und wir berichten über einen traurigen Anlass, die Trauerfeier, die heute in München stattfand. Ich habe vorher mit seiner Witwe lang telefoniert, die auch Teil unseres Teams ist. Mhm. Und dann hat sie mir erzählt, was es mit diesen Blumen auf sich hat. Die hat sich ja getrennt von Tim Lobinger, ein Jahr bevor seine Krebserkrankung bekannt wurde. Und sie hat gedacht, weil er so schlecht benannt war, es wäre der Liebeskummer gewesen. Und irgendwann bekam sie eine WhatsApp, in der ihr sagte, er hat Krebs. Und dann ist er zu ihr zurückgekehrt wegen des gemeinsamen Sohns. Mhm. Und von diesem Tag an stand jeden Tag ein Strauß dieser Rosen auf dem Tisch. Mhm. Und die Rose heißt Esperanza. Mhm. Und das ist das spanische Wort für Hoffnung. Und Hoffnung ist auch das, was ja die letzten Jahre dieses tapferen Kampfes von Tim Lobinger gegen den Krebs über seinem Leben stand. Und diese Rose Esperanza spielt auch eine große Rolle heute bei der Trauerfeier. Ja, du hast uns Bilder mitgebracht. Die Trauerfeier war heute in München auf dem Waldfriedhof. Wir schauen mal rein. Die Anteilnahme war auf jeden Fall riesig. Wen sehen wir denn hier? Wer war zu Gast? Alina sehe ich da, glaube ich, gerade. Seine älteren beiden Kinder, Fee, ja. Und, älteren beiden Kinder, Fee und Tiger. Seine Witwe Alina mit dem Sohn Ockert. Und viele prominente Sportler, weil er hat ja nach seiner Karriere als Stabhochspringer war er Sporttrainer für Profisportler. Und die haben vor allem seine mentale Stärke zu schätzen gewusst und von dieser mentalen Stärke profitiert. Wir sehen hier Joshua Kimmich, der ist der Taufpate seines Sohnes. Serge Gnabry, Hasan Salihamidzic, Herrn Gomez. Alles Fußballprofis, mit denen er zusammengearbeitet hat. Stefanie sehen wir da auch gerade von. Meine Kollegin Stefanie Göttmann, ja. Und ihr seht auch bei den Freunden die Esperanza, diese Rose, die ich hier in der Hand halte und euch mitgebracht habe. Ja, man muss dazu sagen, Tim war, ich durfte ihn auch mal kennenlernen, einfach ein ganz, ganz besonderer Mensch. Sehr charismatisch, sehr freundlich. Einfach jemand, mit dem man sich gerne umgeben hat. Und da natürlich schmerzt jeder Verlust. Aber ich glaube, Tim ja, lässt einfach eine große Lücke bei sehr, sehr vielen Leuten. Warum, und ich glaube, da müssen wir auch noch mal drüber sprechen, warum ist er so berühmt geworden? Er war ja auch mal in einer Tanzshow dabei, hatte auch eine kleine Fernsehkarriere in der Unterhaltung. Was war das Besondere an ihm? Ja, erstmal seine sportliche Leistung. Ja. Um die Jahrtausendwende hat er uns ja als Stabhochspringer begeistert. Seine höchste Höhe war 6 Meter in einer Sportart, in der Deutschland bis dahin ja nichts vorzuweisen hatte. Und Sergej Bubka war, glaube ich, sein größter Konkurrent. Und wir haben ja alle vom Fernseher mitgefiebert. Er ist Weltmeister geworden, er ist Europameister geworden. Er war ein großer Sportstar. Aber seine noch größere Lebensleistung war sein Kampf gegen den Krebs. Ja, das hat mich auch so umgehauen, als ich das mitbekommen habe. Man nimmt richtig Anteil, weil man diese Heldenbilder hat. Und dann sagt man, ihn einfach von Stück zu Stück weniger werden. Das hat mich auch sehr bewegt, ja. Ja. Äußerlich weniger. Innerlich war er noch der gleiche. Der Kämpfer, der Mann mit der positiven Ausstrahlung und jemand, der gesagt hat, wir wollen nicht klagen, sondern wir wollen überlegen, was wir heute aus dem heutigen Tag, wie wir aus diesem Tag das Beste machen können. Und damit hat er alle anderen um sich herum inspiriert. Und das war diese große mentale Stärke von ihm.
er, der mit dem Krebs so geschwächt war, hat seine Stärke anderen geschenkt. Ja, und diese Stärke, die er anderen geschenkt hat, die haben wir heute auch einfangen können. Und da wollen wir mal reinhören. Sind dann so deine schönsten Erinnerungen an Tim? Oh Gott, es gibt so viele wirklich unglaublich schöne Erinnerungen an Tim. Wir haben zweimal in Südafrika zusammen Silvester gefeiert. Das war, ich glaube, vor 18 Jahren. Wir haben den ersten Spaziergang mit meinem Sohn zusammen gemacht, als wir aus dem Krankenhaus rausgekommen sind. Tim ist ein Teil unseres Lebens und der geht heute auch. Natürlich sind wir heute vor allem alle, die Tim so sehr geliebt haben, in unserer Trauer und in unserem Schmerz vereint. Aber es gab gerade ein sehr schönes Bild. Wir haben Luftballons steigen lassen für ihn und irgendwie ja, passt das zu ihm, dieses Sinnbildliche, dass es immer weitergeht, dieser Kampfgeist, den er immer hatte, dieses, ja, irgendwo ist er da oben immer noch da und vielleicht ist das so ein bisschen ein tröstendes Gefühl an diesem Tag. Und wir haben nicht nur mit prominenten Wegbegleiterinnen gesprochen, sondern auch mit dem Mann, der Tim ja tatsächlich auch noch sehr viel mehr Lebenszeit geschenkt hat. Doch deine Spende hat Tim jetzt die Möglichkeit gehabt, ein paar Jahre länger mit seinem Sohn zu verbringen. Was geht dir da durch den Kopf, wenn du dir das vorstellst? Ja gut, das ist in dem Sinn unbezahlbar, weil es einfach lange Zeit ist. Und dass man den Sohn dann ein bisschen aufwachsen sieht, ist einfach schön. Und der Tim hat mir in unserem ersten Brief dann auch geschrieben, dass halt er dankbar ist dafür, dass er ihm das Wichtigste geschenkt hat, Lebenszeit und Zeit mit seiner Familie. Ja, das war der Stammzellenspender von Tim Lobinger, der ihm vor über 5 Jahren eben diese Stammzelle spenden konnte und ihm ermöglicht hat, 5 Jahre seines Lebens noch leben zu können und insbesondere Zeit mit seinem kleinen Sohn verbringen zu können. Und dieser Sohn, dieses Vater-Sohn-Verhältnis war ein ganz besonderes. Also Tim Lobinger hat ihn überall hin mitgenommen zu seinem Personal Training, wenn er also Sportler trainiert hat und wenn ein Sportler das unangenehm war, hat er gesagt, ja, da musst du drauf verzichten auf mich, weil mein Sohn und ich, wir gehören zusammen. Und der Sohn hat auch ein besonderes Gespür für den Vater gehabt. Als der Vater sehr dünn geworden war und geschwächt von der Krankheit, hat der Sohn zu seiner Mutter gesagt, schau mal, Mama, siehst du, wie schön Papa ist? Und er hat die Schönheit dieses Menschen im Menschen gesehen und nicht in seiner Hülle. Und das war diese Ausstrahlung von Tim Lobinger auf sein Umfeld. Und vielleicht noch eine letzte Geschichte. Seine Tochter hat vor einem Jahr geheiratet und es war der größte Wunsch von Tim Lobinger, bei dieser Hochzeit dabei zu sein und seine Tochter zum Traualtar zu führen. Und die Leukozyten waren so niedrig, dass die Ärzte gesagt haben, wir können dich heute nicht rauslassen. Und über Nacht hat sich mit der Willenskraft von Tim Lobinger die Leukozytenzahl ums 10-fache vervielfältigt, sodass er seine Tochter Fee zum Traualtar führen konnte. Und diese Willensstärke macht ihn zum Helden. Ach, absolut. Und vielen Dank, Robert, für diese Geschichte. Es ist wirklich einfach sehr berührend. Und ich hoffe einfach, dass es Tim jetzt besser geht und dass er einen Seelenfrieden findet. Ja, unsere Gedanken und Mitgefühl sind natürlich bei der Familie auch heute.